Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten kleinen Special hier auf der Mirage-Insel bezüglich des Housings. Und ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass wir uns das Haus holen wollten, aber da war einfach überhaupt kein Platz an dem Punkt, den ich mir reserviert habe. Deswegen bleibt es jetzt vorerst mal bei dem hier, aber dafür habe ich natürlich noch ein kleines Zubrot für euch, denn wir bauen uns nicht nur unser Haus direkt, sondern auch direkt ein Schiff. Wow, ist denn hier jemand gerade mit seinem Großen angekommen? Stand das schon immer hier? Ich weiß gar nicht, irgendwie kommt mir das neu vor. Denn ich habe mir direkt auch den Abenteuerclipper besorgt. Und dann mache ich mich direkt mal auf zu dem Punkt, an dem wir unseren treuen, neuen Gefährten quasi bauen werden. So, dann mache ich mich direkt mal zurück. Aber bevor wir das Ganze machen, werde ich euch erstmal zeigen, wo ihr am besten die Materialien dafür farmt. Denn das ist eigentlich das, was am längsten daran dauert. Nicht unbedingt die Gilda-Stars, weil die bekommt ihr sowieso durch die Story-Quest, sondern eher die, naja, schon ganz schön happigen Materialienanforderungen. Das ist nämlich, ich glaube, ihr braucht 2 Holzpakete für das Haus. Das heißt 600 Holz und ein Holzpaket fürs Schiff. Also 300. Dazu noch ein Eisenpaket, also auch 300 Eisen. Und auch noch ein Stoffpaket. Also das Holz und das Stoffpaket, das baut ihr am besten bei eurem Haus an. Das zeige ich euch dann auch nochmal direkt. Das andere, da portet ihr euch am besten mit eurem Buch, wenn ihr noch genügend Jenseitssteine habt. Ansonsten müsst ihr da leider hinreiten. Wo haben wir es denn? Genau, Kap Solis. Und dann Halo Hollow müsste das sein. Genau, das ist hier unten. Da einfach einmal ein Weltentor öffnen. Ja, lass dir nur Zeit. Was natürlich dafür wiederum wichtig ist, dass ihr genügend Arbeitspunkte habt, weil weil ansonsten macht das nicht viel Sinn. Denn jetzt geht es fleißig ans Erz sammeln. Und das ist eigentlich derzeit so mit der beste Punkt dort. Der ist zwar jetzt schon ein bisschen überlaufener, als es am Anfang war, aber trotzdem ist es noch der Punkt, wo ihr wirklich am meisten rausholen könnt. Und vom Level her könnt ihr das eigentlich fast mit jedem Level machen. Solange ihr, also idealerweise seid ihr schon mal hier gewesen, alternativ müsstet ihr hinreiten. Das ist, wartet, ich zeig's euch mal auf der Map. Wenn ihr von Mahadevi, also von der Stadt der Türme, wo wir eben gestartet sind, einfach nach links reitet, Kap Solis, und dann müsstet ihr quasi hier komplett durchreiten. Also der Weg ist auch recht sicher. Und dann geht's quasi hier über die Nimbus-Anhöhen danach drüben zum Sturmmeisterplateau. Also der Weg ist verhältnismäßig sicher, auch wenn ihr also mit einem niedrigeren Level versuchen wollt, hier rüber zu kommen, müsste das kein Problem sein. Das Einzige, wo ihr quasi ein bisschen, naja, in ein Gefahrengebiet kommt, das ist das, wo ich jetzt lang reite. Hier seht ihr, ihr habt ja so Level 23 Wölfe, aber im Normalfall kommt ihr mit eurem Mount da ja recht fix vorbei. Ihr reitet jetzt einfach so ein bisschen links am Rand rum und dann sehen die meisten Mobs euch überhaupt nicht. So. Jetzt müsste ich auch schon gleich da sein. Mal gucken. Ja, genau. Und hier seid ihr nämlich schon. Oh, jetzt war ich fast abgestürzt. Einmal abmounten. Dich brauche ich jetzt gerade nicht. Weg. So. Und runter. Oh verdammt, ich hätte vielleicht meinen. Habe ich gerade meinen Gleiter? Doch, ich habe meinen Gleiter dabei. Und ihr seht ja auch schon überall. Ich mache einmal so kurz den Rundflug. Und da seht ihr überall diese ganzen Erzvorkommen. Ihr seht auch eine ganze Menge Leute gerade am Abbauen. Aber trotzdem seht ihr hier auch noch überall Erze. Und es gibt derzeit, glaube ich, kaum einen besseren Punkt. Zumindest, wo ihr so leicht hinkommt. So, dann schnappe ich mir den Punkt am besten mal. So. Ja, und jetzt würde es ans fleißige Aberzen gehen.
Und wenn ihr ein paar Punkte sparen wollt, immer auch, dann empfehle ich euch, nehmt nur die Eisenadern, weil hier kommen zwar immer nochmal diese Fortuna-Adern raus. Seht ihr die hier? Aber wenn ihr quasi ein bisschen Punkte sparen wollt, dann baut die nicht mit ab, denn die haben zumindest gefühlt weniger von diesen Rohsteinen drin, sondern eher nur so die Edelmetalle, also Gold, Kupfer, Silber und noch dieses Archeum oder so. Und wenn ihr wirklich nur wegen den Rohsteinen hier seid, dann empfehle ich euch, lasst die eher liegen, dadurch spart ihr euch noch ein paar von den Arbeitspunkten. Und aber ich will euch jetzt gar nicht wirklich ausführlich zeigen, wie ich hier 300 Steine sammle. Deswegen mache ich hier einen kurzen Break und sobald ich damit fertig bin, sehen wir uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon bei den letzten Hieben für unser Steinpaket. Wobei ich sowieso ziemlich blöd finde, dass wir Steine aus diesen Erzblöcken abbauen. Warum gibt es nicht einfach irgendwo eine Steinader? Wir müssen quasi hoffen, dass wir Steine irgendwie als Nebenprodukt bekommen. Wie ihr hier schon seht, ist eher diese anderen Sachen mit dabei, als immer mal so ein bisschen das Abfallprodukt quasi. So. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mich aber auch nochmal auf zur Stadt der Türme. Moment, wo haben wir die? Da. Genau. Ja. Einmal ein Portal. Diese Steine, die ihr für diese Portale benötigt, könnt ihr übrigens auch euch selber herstellen, kosten aber immer 50 Arbeitspunkte. Und momentan sind wir ja ein bisschen niedrig, deswegen hatte ich mir ein paar davon einfach aus dem AHA gekauft. Genauso wie die Baumwolle. Die könntet ihr alternativ natürlich auch auf der Farm anbauen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch dann mit dem Holz, weil das Holz an sich ist schon deutlich teurer. Baumwolle bekommt ihr quasi hinterhergeschmissen. Jetzt muss ich nur noch mal selber schauen, wie das war, ob ich noch für das Aufstellen an sich was brauchte. Einen Moment. Wo haben wir denn unseren Abenteuer-Clipper? Da, genau. Fundament ist 10 Holz und 10 Eisen-Ingots. Okay. Eisen-Ingots haben wir genügend. Das heißt, wir brauchen noch 10 Holz. Ich glaube, für das Holz brauchten wir dann... das ist die Frage. Wie viel braucht man fürs Holz? Warum lädt denn hier nichts? Ja, das ist irgendwie seit gestern so, oder? Dass die Sachen ultra langsam laden. Okay. War hier oben nicht auch das Aha? Hä? Habe ich mich jetzt verlaufen? Hier ist der Lagerhaus. War der da drüben? Ich gucke gleich mal nach. Ja, ich glaube, der war da. Ja, hier ist es nämlich auch gleich schon voller. Gucken wir doch mal, was uns 10 Holz kosten. Holz. So. Holzblock. Ja. Ist die Frage, wie viel brauchen wir davon? Ich glaube, das war immer 3 zu 1. Pff, die sind aber ganz schön teuer auch. 14 für 86. Ja, das ist alles ungefähr derselbe Preis. Wobei die... ja, aber die haben keinen Sofortkauf. Wir wollen jetzt nicht ewig warten. Dann nehmen wir uns vielleicht einfach mal... die 50. Da kostet uns... 5 Stück würden 30 kosten... ja, das ist ungefähr dasselbe. Na Gott, nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Ich habe ja noch ein bisschen Gold übrig. Durch ein paar Verkäufe im Auktionshaus. So. Okay, und dann würde ich fast sagen, machen wir uns auf zu unserem Haus, wo ich dann auch euch natürlich ein bisschen daran zeige, wie wir an dem Haus weiterbauen, weil das ist noch nicht fertig. Aber das ist ein ganz schönes Stück von hier. Wobei, eigentlich könnte ich mich da auch nochmal teleportieren. Ja, wo stand das nochmal?
Capsules war das, glaube ich. Nee, das stimmt nicht. Da oben, Villanella, genau. Das war's. Okay, haben wir da nur einen Punkt? Nee. Das ist ganz da oben. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen... Wobei, das ist gar nicht mal so weit weg. Ich glaube, das ist näher als das andere. Was hatten wir alternativ? Nee. Wobei? Nur über die Reisfelder? Hm. Nee, ich glaube, wir nehmen das hier oben. Ich glaube, das da oben ist besser. So. Yay. Teures Unterfangen, wenn wir jetzt andauernd Jenseitssteine verwenden, aber dadurch sind wir einfach deutlich schneller und ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier durch die Gegend reiten, während ich euch das Ganze zeige. Und das Gute an dem Punkt ist, den wir uns ausgesucht haben, dass da direkt ein paar Werkbänke daneben sind. Das heißt, ich muss das Ganze nicht jetzt hier herstellen und dann mühsam bis zum Haus transportieren und zum Schiff, sondern ich kann es quasi direkt daneben herstellen. So, in welche Richtung müssen wir? In diese, genau. Gut, dass unser Mount schon recht fix unterwegs ist. Da sind wir auch deutlich schneller als der da oben. Hier meinte erst mit Fliegen schneller. Denn die gute Batenlaute macht es möglich, dass wir jetzt schon 30% bis zum Maximum schneller laufen. So, dann kann man nämlich auch langsam schon unser Hausplatz, den Hausplatz sehen. Der müsste ungefähr hier sein. Haben wir nicht einen schönen Platz ausgesucht? So, da seht ihr auch direkt, dass wir ein Mirage-Portal haben. Das ist auch immer ganz praktisch, falls wir was Neues besorgen möchten. Okay, ich habe gelesen, dass das Schiff 3 Tage bestehen bleibt. Dann kann ich das hier jetzt einfach mal setzen, auch wenn ich das Holz noch nicht habe. Zur Not müsste ich mir dann kurz vor Ablaufen der Frist noch ein paar Holzblöcke kaufen. Na okay, müssen wir anscheinend oben rumlaufen. Oder kann ich hier kurz den Gleiter einfach rausholen? Ich glaube, da sparen wir uns noch ein bisschen Weg. Oh, oh. Ja, doch, das klappt. Das Haus hier ist eigentlich auch ganz putzig, was der eine hier gebaut hat. Der hat aber auch einen ganz schönen Wald hier davor. Wow. So, wo ist unser Mountain geritten? So. Ist abgestürzt. Hier seht ihr auch schon die ganzen Händler. Alter, haben ja viele Leute Bäume hingesetzt. Genau. Und dann brauchen wir eine... So, was brauchen wir hier? Brunnen? Nein. Steinmetz? Nein, oder? Nee, Eiseningots haben wir schon. Zimmerer, oder? Für Holz? Bauwesen? Boah, ich vertausche die beiden Sachen immer. Ich glaube, das war... Genau, Sägemühle, da ist es. Holz, genau. 1:3. Dann machen wir da erstmal... Oh, jetzt bin ich gegen den Tisch gestoßen. Machen wir einmal da die 10 fertig. Wenn ihr ein genügend hohes Level habt, dann könnt ihr auch sowas machen hier wie Holzmassenproduktion. Aber ihr seht, wir haben gerade erst damit angefangen und bräuchten quasi 50.000 Punkte. Auch wenn wir jetzt 5 pro Arbeitsschritt hier bekommen, würde das dann doch etwas sehr lange dauern. Dafür wäre man dann deutlich schneller. So. Jetzt müssten wir das dann auch gleich haben. Ich muss mal gerade schauen, wie viel von den Eisen-Ingots ich habe. Ja, da habe ich genügend, um sowohl den Block herzustellen, als auch dann... Sind die eigentlich gebunden? Nee, okay. Das heißt, ich könnte die eigentlich, wenn ich mal wieder ein paar Arbeitspunkte zu viel habe, herstellen. Und vielleicht die mal ins AH stellen. So. Noch 3, glaube ich.
Oh, nee, wir sind fertig. Wirklich? Ja, genau. Huch. Da, verdammt. So, dann mache ich mich mal auf zum Haus. Mich hier ein bisschen... Gottes Willen, wer hat denn hier alles so zugebaut? Hier war mal ein Weg. Okay, hier seht ihr... Naja, der Platz, den ich mir reserviert habe. Muss ich mal nachschauen? Ja, genau. Und der Kadi haben wir direkt auch schon ein Haus reserviert. Das kommt dann hier so hin. Die hat jetzt hier ganz fleißig auch ihre Espen hingebaut. Bei denen sie mir sogar zugetan hat, dass ich sie abbauen darf. Aber irgendwie... Ah, die hier, genau. Der Witz ist, sie hat gesagt, ich soll die abbauen. Aber das Problem ist, dadurch bekomme ich ja Crime Points. Egal, alles für das Holz. Sieben Holzblöcke gibt's da, okay. Also Espen sollen sowieso derzeit so die besten Sachen zum Anbauen sein. Das seht ihr auch daran, dass es hier sehr, sehr viele Leute tun. Sind hier noch irgendwo welche von der Kadi? Mal schauen. Oh, wir können hier jemanden melden. Da noch ein Baum gestanden haben soll von der Kadi, melden wir einfach hier Holzdieb. Nicht Diet. Dieb. Melden. Und wenn der... Oh Gott, jetzt, natürlich ist da jetzt meine Fuß... Oh Gott. Verdammt, jetzt bin ich auch noch Straftäter hier. Nur weil ich der Kadi geholfen habe. So, und hier ist nämlich der Baum, den ich testweise gepflanzt hatte. Nämlich eine Espe. Die braucht ungefähr 10 Stunden, damit sie fertig ist. Und ihr seht, da bekommt ihr euch 7 Holzblöcke. Deswegen ist das Holz auch entsprechend teuer. Mein Haus ist noch nicht fertig, sonst könnte ich mir dann auch noch später so einen größeren Garten bauen. Anscheinend hat jetzt jemand direkt hinter meinem Haus auch nochmal... Na toll. Jetzt steht hier noch ein Garten, direkt neben meinem. Toll. Ich bin jetzt quasi von kleinen Vogelscheuchen eingebaut. Naja, wenigstens sieht es dann aus, als würde ich im Wald wohnen. Nach den Bäumen, die hier überall gebaut werden, sieht es dann wirklich aus, als würde ich im Wald wohnen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir setzen mal unser Schiff hier unten hin. Ich weiß nicht, sollten wir das einfach hier so an die Küste setzen? Mal schauen. Wo stehe ich denn? Direkt davor. Kann man das dann drehen, dass es hinpasst? Ich weiß ja gar nicht, was da wo sein. Oh, das sieht doch gut aus. 10 Gold! Naja. So. Da hat jemand hier auch noch was zu transportieren. 2 Tage bleibt das jetzt sicher, genau. So. Und dann nicht genügend Holzpakete. Okay, Holzpaket, Eisenpaket, Stoffpaket und Arbeit. So, ah, verdammt. Dann holen wir uns mal direkt die ersten Pakete. Jetzt hängt es quasi nur noch am Holz, den Rest haben wir. Oh, wenn das hier alles nicht so voll wäre, dann könnte man hier viel besser hinlaufen. Unser ehemals schöne freie Straße. So. Da würde ich aber auch sagen, ich kaufe mir hier direkt mal ein paar Espenschösslinge. Eiche, Esche, Weide. Espe. Habe ich die gerade noch nicht gesehen? Oder waren das Eschen? Nee, circa 5 Tage und 3 Stunden.
Ah, da, Espen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, die sind aber auch teuer. Jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge ausgegeben. Aber wir machen jetzt erstmal ein. Nee, Holzpaket können wir ja gar nicht. Zimmerertisch auch nicht. Wir brauchen ein Stoffpaket. Webstuhl, Stoff. Baumwolle. So, maximale Menge. Oder warte mal, ein Stoffpaket braucht 100 davon. Ich hoffe mal, das reicht hier. Wenn ich da mal eins herstelle, mal gucken, wie viel das dann wird. Ein Stoff wird das nur. Okay. Ja, nun gut. Dann werde ich hier aber auch mal eine Pause machen und wir sehen uns dann, wenn ich genügend Pakete da zustande gebracht habe, dass wir das Schiff fertig bauen können und vielleicht auch direkt das Haus. Also, bis dann. Ciao, ciao.